Hallo YouTube, willkommen zu einem Video hier bei Galvatrons. Heute möchte ich euch gerne meine 5 Lieblings-Legend of Zelda-Spiele vorstellen. Der Grund dazu ist, oder dafür ist, bald kommt ja Hyrule Warriors für die Nintendo Wii U raus und ich dachte mir, stellst du einfach mal deine Lieblings-Zelda-Spiele vor. War echt schwer, aber es sind meine persönlichen 5 und die Auswahl ist ja wirklich groß bei Zelda. Deswegen habe ich mir gedacht, nimmst du jetzt die 5? Weil ich habe mir alle dahingelegt, die ich hatte, und dachte, welches hast du am meisten gespielt? Jetzt habe ich mir 5 ausgewählt und die nehme ich jetzt auch. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Abonnenten und Zuschauer, die mir gute Besserung gewünscht haben unter meinem Neuzugänge-Video. Mir geht schon was besser. Ich habe immer noch ein bisschen klein wenig Fieber, aber meine Stimme wird schon wieder besser. Und mit dem Magen habe ich gar keine Probleme mehr. Also an dieser Stelle herzlichen Dank für eure Besserungswünsche. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Auf Platz 5 haben wir hier The Legend of Zelda Skyward Sword. Das war das letzte Zelda-Spiel für die Heimkonsolen und ich hatte am Anfang mit dem Spiel total meine Probleme. Ich fand die Edition, es gab ja auch eine mit dem goldenen Nunchuck, die habe ich leider nicht, aber die mit dem Soundtrack habe ich hier noch, gibt es aber auch ohne, mit einem anderen Motiv. Probleme mit dem Spiel, es ist ein Grafiklook zwischen Twilight und Wind Waker, so gemixt, halt erwachsen, aber diesen Cartoon-Cell-Shading-Look, und das hat mir gar nicht gefallen. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich so einen Zelda kriege, einen Look von Twilight Princess. Das war die erste Enttäuschung und dann habe ich es erst ein bisschen gespielt und dann war ja da irgendwo ein Bug drin, da hatte ich ja keinen Bock mehr drauf, weil man mit dem Bug nicht mit einem Patch behebt, konnte man das Spiel an einer Stelle nicht weiterspielen, beziehungsweise konnte diesen Abschnitt nicht machen. Dann habe ich erstmal gar nicht mehr weitergespielt und dann habe ich ja meine Nintendo Wii online fit gemacht und habe mir den Patch mal runtergeladen. Das könnt ihr übrigens immer noch, wenn ihr nur eine Wii habt. Ihr könnt zwar nicht mehr online zocken, aber ihr könnt den Patch trotzdem im Nintendo eShop runterladen und auf YouTube gehen mit der Wii und etc. und im Internet surfen. Ja, dann könnt ihr euch den Link auch runterladen, beziehungsweise den Patch für das Spiel. Ja, das habe ich dann mal gemacht und dann habe ich es mal durchgespielt und ich muss sagen, es gefällt mir doch sehr gut. Es hat wirklich gute Ansätze, die mir sehr gut gefallen haben, die es auch besser machen als Twilight Princess. In gewissen Sachen, hier ist der Soundtrack, hier war die Spiele-Disc. Aber auch vieles verkehrt. Also was ich gut finde, ist, dass sie die Items besser diesmal eingesetzt haben, dass man ein Item nicht nur einmal einsetzt, also es gibt ja hier auch noch, aber es gibt auch Items bei Twilight Princess, die setzt du einmal an und dann hast du sie nur noch dabei. Das wurde hier besser gemacht. Die Grafik ist okay, die gefällt mir jetzt auch. Ich finde es halt gut, zum Beispiel, dass es viele neue Elemente hat mit den Zeitsteinen da, dass du die Zeit da beeinflussen kannst. Was mir aber nicht gefallen hat, und das halte ich dem Spiel auch sehr vor, dass Nintendo hier wirklich das Spiel gestreckt hat. Du gehst durch einen Dungeon zum Beispiel und erledigst alles und denkst, ja, jetzt geht's weiter. Und dann musst du noch zum ganzen Dungeon zurück, um einen Schlüssel zu holen zum Beispiel. Das hat mir nicht gefallen. Und das Spiel ist eindeutig wie ein Zelda-Spiel viel zu kurz. Trotzdem ist es gut und deswegen bei mir auf Platz 5. Eigentlich wäre jetzt mein Platz 4, damals war es Platz 1, aber jetzt ist es bei mir nur noch auf Platz 4, und zwar The Legend of Zelda Ocarina of Time. Für viele das beste Zelda, war es für mich auch lange Zeit. Es gibt ja auch ein 3DS Remake, das habe ich leider noch nicht. Das habe ich aber 1998 Weihnachten bekommen und hat 119 D-Mark gekostet, steht hier oben noch, und wurde bei Music & More gekauft. Das Zelda hatte für mich damals eine große Bedeutung, weil die Grafik einfach atemberaubend 1998 aussah. Wo ich das erste Mal gespielt habe, mit dem kleinen Link durch dieses Dorf da zu gehen, dachte ich mir schon, wow, und die Dungeon. Und dann wirst du ja erwachsen, wo du das erste Mal mit dem Pferd über diese Welt reitest und gegen Ganondorf am Ende auch noch kämpfst, war einfach wow. Also das Zelda hat mich damals echt aus den Latschen gehauen und ich dachte wirklich, es wird nie ein Zelda kommen, was besser wird als dieses Zelda. Ist auch heute noch ein tolles Spiel. Natürlich würde ich jetzt den 3DS-Teil vorziehen, weil er schöner aussieht und ein paar Sachen auch besser macht. Und die Anleitung, wie ihr seht, noch in Top-Zustand. Ja, die Charaktere, die Story, wo ich damals den Trailer gesehen habe, wo Ganondorf die Prinzessin entführt hat, dachte ich mir, boah. Ja, das war wirklich ein Hammerspiel. Nur die Steuerung ist, glaube ich, heute nicht mehr so gut auf dem N64. Oder man muss sich dran gewöhnen. Ja, für mich war es eines der schönsten N64-Spiele. Ist es heute noch. Ich glaube, wenn ich eine Top 10 mal für N64-Spiele mache, wird es auf jeden Fall dabei sein. Muss dabei sein. Wobei, ich habe ja nicht die Fortsetzung auf dem N64 gekauft damals. Leider, muss ich mir auch mal holen. Meryl's Mask, wie das heißt, wenn man es ausspricht. Ja, aber das Zelda ist auf jeden Fall auch ein geiles Zelda und darum bei mir auf Platz 4. So. Muss man mal echt einen anderen untersetzen mit diesen Falten, das nervt mich. Kommen wir zu Platz 3. Da werden sich jetzt viele wundern, weil das ist so eine Geschmackssache, aber ich sage euch, ich liebe dieses Zelda.
The Legend of Zelda Twilight Princess ist bei mir auf Platz 3, weil es mich genau angesprochen hat. Der Grafikstil, der Look, das mit dem, ich liebe ja Wölfe, das müsst ihr wissen. Und dass man Wolf spielen kann manchmal. Natürlich hat das Spiel viel falsch gemacht. Ich muss kurz spoilern, zum Beispiel am Anfang, wo die Dorfbewohner, die Kinder waren das, glaube ich, entführt werden und man sie retten will. Und dann auf einmal sind sie dann in den einen Dorf da und es ist nichts passiert. Und die Items, wie gesagt, wurden hier so eingesetzt, dass du die einmal einsetzen, dann nie wieder brauchst. Die Steuerung ist einfach nur Fuchteln. Ist bei den Skyward Sword besser gemacht, das habe ich gar nicht betont. Oder doch, habe ich es doch betont. Ich hätte das Zelda immer gerne auf dem GameCube gehabt, weil ich immer der Meinung bin, man sollte sich das Spiel auch kaufen für das System, für das es entwickelt wurde. Dann wurde es ja nachher noch für die Wii entwickelt oder parallel entwickelt oder umgesetzt und dann spiegelverkehrt, irgendwie sowas war da ja. Dann habe ich es nie für ein Game gekriegt und war dann froh, dass ich es mir mal auf der Wii geholt habe und ich habe es nicht bereut. Ich liebe das dunkle, diese dunkle Seite in diesem Zelda-Spiel. Ich finde die Story einfach am Ende, ja, traurig schon, muss ich sagen, und der Abspann und alles einfach genial. Ich liebe dieses Zelda. Es ist nicht perfekt, das gebe ich zu, es macht viel falsch. Das Story-Teil ist manchmal blöd gemacht worden, hätte man besser umsetzen können. Das mit den Items hätte man besser machen können. Man hätte die Sophie besser mitmachen können, ja, aber die Bindung mit Midna, hieß Midna? 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 Ich weiß den Namen gerade nicht. Midna, genau so war der Name, hieß sie ja. Das hat am Ende eine große Bedeutung. Und für mich ist das eines der besten Zelda, weil mich das so in die Welt reingezogen hat und ich am Ende so traurig war, wo es vorbei war und das Ende allgemein für mich ein bisschen traurig gewesen ist, weil ich jetzt nicht spoilern will, aber für mich auf jeden Fall eines der besten Zelda und muss sich jeder holen. Vielleicht kriege ich ja irgendwann mal einen GameCube-Teil auch noch in meine Sammlung. So, jetzt kommen nur noch zwei Zelda. Welche Zelda können das denn jetzt sein, denkt ihr euch? Ja, welche Zelda werden es sein? Mein Platz Nummer 2 ist Zelda, also The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, oder wie man das ausspricht. Ja, das ist bei mir auf Platz 2, weil mich das so. Ich habe nicht gedacht, dass es so gut wird. Ich habe eigentlich gedacht, das wird ein Zelda wie so auf den DS, die. Ich habe die zwar nicht, die DS-Teile, die aber gut sind, aber jetzt nicht wirklich besonders. Und das dachte ich eigentlich auch von dem Teil. Und dann habe ich das gespielt. Und ich muss sagen, es hat mich umgehauen. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich habe das Spiel auf 100% durchgespielt. Man kann es ja als, sozusagen als Fortsetzung von Link to the Past sehen. Und ist es ja auch. Und es sind dieselben Welten, ist alles in 3D. Die Story ist auch genial. Ich hole mal kurz raus. Leider war das nicht schön verpackt hier. Wie ihr hier seht, keine richtige Anleitung. Ich muss mal einen kurzen Schnitt machen wegen der Zeit. Ihr wisst ja, 8 Minuten. So, da bin ich wieder. Leider hat das Spiel keine schöne Anleitung gekriegt, nur so ein blödes Ding, was diesem Spiel unwürdig ist. Aber das Spiel ist super gut. Es ist genau wie bei dem Super Nintendo Teil, dass es hier zwei Welten gibt. Aber es gibt hier auch noch dieses, dass man sich halt, ja, in so ein, ich sag mal, dass man halt sich in so ein, ja, wie kann ich das so falten kann, in so ein Papier, dass man an die Wand drüber gehen kann, in Gemälde und sowas gehen kann. Und das hat es gut gemacht. Viele kritisieren ja, dass man hier die Items, zum Beispiel Haken und sowas, kaufen kann für Geld. Also diese Münzen da, diese Diamanten, dass man das immer kaufen muss. Mich selbst hat es jetzt nicht gestört. Ich finde es natürlich besser, wenn man die Sachen auch dabei hat, immer wenn man sie einmal hat. Aber dass man sie immer kaufen muss, finden viele doof. Mich hat es jetzt nicht gestört. Und ich finde, das ist eines der besten Handheld-Zelda, die es gibt. Ich habe zwar nicht alle gespielt. Wie gesagt, die Game Boy Advance-Teile da nicht. Die Game Boy-Teile leider nicht. Aber das ist echt genial und kann ich jedem empfehlen. Kriegt man auch schon zwischen 30 Euro, also zwischen 29,99 € und 33 Euro. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, und mein Platz 1 ist das erste Zelda, was mir gefallen hat. Die NES-Teile, muss ich sagen. Sorry, Leute, tut mir leid, aber ich finde die NES-Teile blöd. Mir gefallen die einfach nicht. Das erste Zelda, was mir gefallen hat, war das Zelda für Super Nintendo und zwar The Link to the Past. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist hier die japanische Fassung von meinem Bruder. Der hatte damals die deutsche, aber der hat die deutschen ja alle verkauft, die deutschen Spiele, und hat sich die dann nochmal auf Japanisch geholt, weil er lieber die japanischen Spiele sammelt, weil er die Höhlen schöner findet. Und ja, er hat mir das mal zur Verfügung gestellt. Danke dann an dieser Stelle an dich, Kai.
Und ja, das ist ein Zelda. Ich liebe das, weil, wo mein Bruder sich das damals auf Deutsch gekauft hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, hast du es gekauft oder zum Geburtstag gekriegt, ich weiß es nicht mehr, haben wir das so gemacht, er hat die Dungeon gemacht immer und ich habe die Endgegner gemacht. Und deswegen hat dieses Spiel bei mir auch so einen Nostalgiefaktor wie Ocarina of Time. Ich verbinde damit Kindheitserinnerungen, weil ich das zu meinen Eltern zu Weihnachten gekriegt habe zum Beispiel. Und das hier, weil wir das den ganzen Tag zusammen gespielt haben und wieder so teammäßig zusammen rangegangen sind. Und die Story ist natürlich genial gewesen. Allein der Anfang, wo du da in das Schloss gehst, wo du was war das, der Onkel da liegt und du die Prinzessin retten willst. Ja, es war einfach genial. Hier das Modul, die japanischen Module sehen aus wie die deutschen, aber laufen leider nicht auf einer deutschen Super Nintendo. Ihr müsst den Adapter haben oder euren SNES umbauen. Ja, und das ist die Anleitung, die japanische. Kann mich noch voll dran gut erinnern und hier sieht er das. Ich weiß gar nicht, ob die deutsche Anleitung auch so aussieht. Wie ich das Spiel geliebt habe. Das war neben Turtles in Time und Mario Kart, muss ich ehrlich sagen, so ein Super NES-Spiel, wo ich immer gesagt habe, man könnte ich jeden Tag spielen. Ja, und wenn man Super Nintendo hat, ich habe ja leider keinen. Also wenn ich mir ein Super Nintendo kaufen würde, würde ich mir auf jeden Fall Zelda, Terranigma, Mario Kart, Turtles in Time, Fireman und sowas kaufen. Weil Spiele sind, die mich echt beeindruckt haben. Ja, das war's dann schon. Das waren meine fünf Lieblings-Zelda, The Legend of Zelda-Spiele. So quer durch Alphabet. Natürlich gibt es noch mehr Spiele. Wie gesagt, die DS-Teile, die habe ich aber leider noch nicht selbst. Werde ich mir aber noch holen, die DS-Teile auf jeden Fall. Dann gibt es natürlich noch den zweiten für den N64, das 3DS-Remake von Ocarina of Time. Was gibt es denn noch? Wind Waker. Und die habe ich ja beide. Wollte ich eigentlich auch mit reinnehmen, aber ich wollte eine Top 5 machen und dachte mir, ja, nehme ich es jetzt mit rein oder nicht? Weil ich das auch eigentlich genial finde. Muss ich sagen. Ja, welche 5 Zelda-Spiele sind denn eure Lieblings-Zelda-Spiele? Findet ihr die hier auch gut oder sagt ihr, meine Reihenfolge gefällt euch gar nicht, weil ihr sagt, Zelda Skyward Sword findet ihr besser als Twilight oder ist Ocarina of Time immer noch euer zeitloser Zelda-Teil, den ihr am liebsten findet, am besten findet? Ich würde mich auf jeden Fall mal freuen, was ihr da so schreibt, welches Zelda euer Lieblings-Zelda ist. Und ja, hat euch das Video gefallen? Würde ich mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Sollte ich mich der Onkel versprochen haben oder Blödsinn erzählt haben, tut mir das leid, ich erzähle das einfach aus dem Kopf und wegen meiner Stimme. Tja, damit müsst ihr noch ein paar Tage leben. Ich mache gleich noch ein, zwei Videos und da ist die Stimme auch nicht besser. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, Leute. Tschüss.